Ein herzliches Willkommen zurück bei Gothic 2 und der Gladiator-Mod. Diesmal gibt es, bevor wir anfangen, relativ viel zu bereden. Ich hatte jetzt tatsächlich ein paar Tage nicht mehr aufgenommen, weil ich einfach mal den ersten Input abwarten wollte von den Folgen. Es ist jetzt quasi, jetzt sind es die ersten drei Folgen draußen. Und ich habe euch vernommen bezüglich des, der sehr abrupten Enden. Ich schau mal, wie ich das jetzt in Zukunft machen werde. Ich werde jetzt halt ganz klassisch wahrscheinlich erstmal vorgehen und dann vielleicht was überlegen, mal gucken. Und mir ist dann aufgefallen, über die anderen zwei, dass ich einen Menschen irgendwann einfach vergessen habe. Diesen Piraten. Ich glaube, ich hatte das sogar irgendwann mittendrin erwähnt, dass ich mich gewundert habe, dass er dann nichts mehr für mich hatte, aber war dann nie wieder bei ihm. Wahrscheinlich war es wie beim Jäger, dass ich nach dem ersten Kampf da war und er dann nicht mit mir reden wollte, aber dann hätte ich nach Diadus nochmal hingehen sollen. Jedenfalls kann ich mit ihm reden, das habe ich überprüft. Zweitens, das machen wir jetzt sogar gleich als erstes, ich habe nochmal mit dem Macher der Mod Kontakt aufgenommen. Und im Endeffekt habe ich mich als Idiot geoutet. Es gibt hier nämlich noch oben einen Eingang. Und ich weiß nicht warum, aber ich war niemals oben drin. Dementsprechend, die Pflanze ist hier. Nur mein Hirn nicht. Das war nicht hier. Das heißt, die Quest können wir auch machen. Dann dritte Sache meine ich. Als ich mich nochmal umgeguckt hatte bezüglich der Lilie, und weil ich ja auch immer, ne, habe ich ja gesagt, dass ich immer mal wieder meine Thumbnails mache, ist mir was aufgefallen. Zusätzlich wurde mir vom Macher der Mod auch gesagt, guck dich mal ganz genau um. Also, kein Spoiler, sondern einfach nur so ein Hint, hey, da ist noch was. Und da habe ich nochmal zwei Sachen entdeckt. Und zwar haben wir hier oben Schilder. Da. Und da. Dann wollte ich mal offscreen wenigstens schon mal gucken, wie ich denn da hochkomme. Und habe entdeckt, wie ich da hochkomme, glaube ich. Ich bin nicht weitergelaufen, für den Fall, dass da oben irgendwas ist. Dass ich das halt mit euch zusammen sehe. Und ich habe noch was entdeckt. Aber jetzt machen wir erstmal den Piraten. Dass wir damit mal einen Anfang machen. Ich glaube, das wäre dann soweit alles. Auf jeden Fall sehr ereignisreich. Ich kann das nicht mehr hören. Wir speichern erstmal. Noch nichts gemacht, aber speichern. Ich habe Dyadis besiegt. Ich würde gerne für dich arbeiten. Ich habe diesen Kampf gesehen. Tolle Arbeit. Danke. Ich glaube nicht, dass es für dich ein Problem ist, für mich zu arbeiten. Wenn du für deine erste Mission bereit bist, lasse es mich wissen. Das ist meine Aufgabe. Gibt's mehrere? Du musst mit meinen Matrosen zu einer kleinen Insel segeln. Ich muss den Schatz finden, den ich einst dort vergraben habe. Ah, okay, das ging flott. Das sind Lurker. Ich heil mal kein Leben, es wird schon passen. Nun, hier sind wir, Gladiator. Was machen wir hier? Wir suchen nach Schätzen. Die Insel ist wirklich winzig. Es sollte nicht allzu lange dauern. Okay. Ja, bei diesem guten Mann wurde ich tatsächlich verwechselt. Aber ich muss tatsächlich sagen, er klingt ein bisschen ähnlich, wenn ich halt auch meine A Cappella-Version auspacke. Das ist echt lustig. Aber, das bin ich tatsächlich nicht. Aber, ich sehe das eher als Kompliment. Das hatte ich auch schon bei Jorgensen geschrieben. Weil das ist schon eine Art von Leistung. Der hatte, ich glaube, das ist derselbe Sprecher, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich habe jetzt noch keine Bestätigung erhalten, aber wenn ich mich nicht irre, müsste derselbe Sprecher sein, der diesen äußerst verrückten Ignaz in der Odyssey-Mod gesprochen hat. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Was so ein bisschen schautend, growlend, Metalcore-mäßig war. Nur ist es hier halt, sehr überemotional
mit einem Hauch von A Cappella und Oper. Ich versuche jetzt einfach mal drüben zu gucken, ob der Schlüssel da ist. Da ist zumindest das andere Teil vom Schiff. Und da könnte die Kapitänskajüte sein. Ah doch, eine Sache habe ich noch vergessen zu erwähnen. Ich hatte mit dem Macher der Mod gesprochen und es ist tatsächlich so, es war nicht... Warum ist denn jetzt? Oh, no. Wir hatten ein paar Sachen hin und her schieben müssen. Und es kann sein, dass es jetzt deswegen wieder weg ist. Gut. Dann muss ich das wieder zurückholen. Dann mehr dazu, wenn es soweit ist. Weil aktuell ist es nicht mehr in meinem Ordner drin in Gothic anscheinend, weil wir ein paar Sachen hin und her geschoben haben und es dann wieder abhanden gekommen ist. Da ist der Schlüssel. Was war das? Feldblume, okay. Hier liegt sogar noch eine. Buchstaben da. Wenn Seemannsgeschichten zu Seemannsliedern, Sturm und Abenteuer, Hitze und Kälte. Wenn Schoner Inseln und Freibeuter und Freibeuter und begrabenes Gold. Und die ganze alte Romantik neu erzählt, genau auf die alte Art und Weise. Können gefallen, wie mir sie gefielen von früher, die klügeren jungen Leute von heute. Mhm. Verstehe ich. Hi-ho, hi-ho. Okay, diese Feldrübe darf hier bleiben. Ich schenke ihr das Leben. Oh, liegt hier auch was? Nein, nur eine Leiche anscheinend. Das ist eine Ork-Statue. Hi. Kann ich aber nichts machen, oder? Wieso ist hier mitten im Nirgendwo der Ork? Oh, da ist nochmal eine. Naja. Drei Lederbeutel und eine Spitzhacke. 10 Stärke und 30 Schaden ist not bad. Okay. Wo wollt ihr denn, dass ich stehe, dass ich wieder mit euch sprechen kann? Weil das war vermutlich alles, was wir hier finden, oder? Wir sollten den Schatz finden, bevor er untergeht. Immer noch nicht? Ist hier noch irgendwo was? Oder muss ich das aufmachen? Nein! Da gehe ich jetzt mal nicht weiter raus. Wir hier im unteren Deck noch was? Nein, sieht nicht danach aus. Okay, da okay. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass ich jetzt ewig suchen werde, bis ich was finde. War ich eigentlich ganz oben? Nee, doch, 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 da war der Alchemietisch. Hat eigentlich auch was Cooles mit diesem Überspann hier auf dem Schiff. Kommt raus, Jungs! Oh. Wo ist der andere hin? Ah. Kommen Sie her, junger Mann! Ist aber auch nirgendwo nix, ne? Also es wäre irgendwie was vergraben. I believe. Es kann höchstens sein, dass hier was vergraben ist und dafür die Spitzhacke ist. Kann ich die anziehen? Ja.
Nee, tatsächlich ist hier nichts vergraben. Ja gut, maybe war es das schon. Aber dann wundere ich mich, wieso ich nicht mit den Gesellen sprechen kann. Schauen wir nicht zurück. Oh, da noch was? Nee. Das war gerade wahrscheinlich. Ah ja, war die Spiegelung von der Sonne im Wasser. Ja, komm hier nicht rein. Also runter, drunter. Wie auch immer man es formulieren möchte. Hey Jungs! Ich glaube, hier ist nichts mehr. Was passiert, wenn ich auf das Schiff draufgehe? Fahren wir dann zurück? Nein? Ich scheine irgendwas eindeutig zu besehen. Also da steht ja, bevor der Schatz untergeht. Muss ich tatsächlich irgendwo ein bisschen rausschwimmen? Das ist nichts. Oh. Das ist halt ein Logbuch, aber das war's schon. Und das kann ich auch nicht einsammeln. Und das gibt mir keinen Hint. Nochmal angucken. Sehnsgeschichten, stummen Abenteuer, Hitze, Kälte, Schoner, Freibeute begraben. Romantik, alte Weise. Ja. Für mich ergibt das keinen weitergehenden Sinn. Dadurch, dass es mich immer wieder so zurückdrückt, habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass ich eigentlich ein bisschen raus soll. Das sieht auch nicht danach aus, als wäre hier außenrum etwas. Ne, ihr zwei. Auto safe. Ich meine, es waren halt jetzt 30 Gold, die da drin waren. Es sollte wahrscheinlich schon was Wertvolleres sein als das, als diese Kiste, weil... Also ich glaube ja, dass die Spitzhacke ein Hint dafür ist, dass ich hier irgendwo was ausgraben soll. Wasser klingt ja sehr wasserig. Kommt ihr? Ja, ihr kommt. Das hier lässt mich noch nicht ganz locker. Okay, ich glaube, es muss mich jetzt locker lassen, weil jetzt bin ich verbuggt. Aber es hatte ja zum Glück einen Autosave gemacht eben. Was ist das denn mit diesem immer wieder zurücksetzen gewollt? Weil rein theoretisch sollte es hier keinen Grund geben, dass es mich zurück ins Wasser schiebt. Ist das sogar eine besondere Spitzhacke, weil die normale hat ganz andere Werte. Ah doch, da! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay.
Frech. Dass das X noch kleiner ist, war nicht möglich. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Du hast den Schatz gefunden? Gratuliere. Wieso hat das jetzt so gebackt, dieses Gespräch schon wieder? Na, wo ist es denn jetzt? Ja. Weil das ist schon sehr besonders, das Gespräch mit ihm. Es wäre schade, wenn das jetzt quasi übersprungen werden würde. Gut, speichern. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Du hast den Schatz gefunden. Okay, was wäre, wenn ich das Spiel neu starte? Yep. Maybe buggt es auch einfach und ich habe jetzt halt in diesem Fall Pech gehabt. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. So, da ist er. Du hast den Schatz gefunden. Okay. Gratuliere. Danke. Gib mir, damit ich ihm den Kapitän geben kann. Hier ist er. Vergiss es. Und ich dachte, du willst jetzt sagen, nein, ich gebe ihn dir nicht. Der Schatz gehört nur mir. Das wäre ziemlich lustig geworden. Gehen wir zurück in die Bucht. Ich habe einen Kampf vor mir. Natürlich, Gladiator. Wusste Jorgensen, dass der andere so komplett überemotional ist? Einfach komplett übertreibt? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Das ist ja nicht einzusehen. Ich habe die Aufgabe erledigt. Wenn nicht explizit was erwähnen wird dafür. Ich habe gehört, dass mein Schatz endlich zu mir zurückgekehrt ist. Hier sind 200 Gold als Belohnung. Mein Schatz. Sonst hast du nichts mehr zu sagen, ne? Okidoki. Gut. Das Gute ist, wir gehen auf den Abend zu. Ach, hier kannst du nochmal reden? Ja. Das Gute ist, wir gehen auf die Nacht zu. Das heißt, ich kann die Quest tatsächlich machen mit dieser... mit der Lilie, mit dem Typen da hinten. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Schade ist nur, dass jetzt tatsächlich durch das ganze Hin- und Herschieben die andere Waffe wieder weg ist. Und zwar ging es da um die kleine Mini-Arena, dass da tatsächlich keine mit Mana skalierende Waffe ist. Und das hatten wir jetzt eigentlich gefixt, aber durch das ganze Hin- und Herschieben ist es jetzt wahrscheinlich wieder weg. Warte mal. Zusammen mit einem Bier und 50 Gold kann ich zum Alchemisten gehen. Okay, ja gut, das Bier habe ich jetzt halt nicht mehr. Habe ich dir mal Bier verkauft? Zeig. Nein. Das gibt doch nur ist der Händler noch da? Ja. Nein, das ist der Architekt. Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Egal, ich weiß ja, wo ich ein Bier herbekomme. Und wenn wir schon hier sind, machen wir dann auch gleich das zweite. Ich habe nämlich noch was entdeckt, wie ich euch schon sagte. Das hätte ich dir vorher gesagt. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Ich habe mich halt aufschreien umgeguckt, dass es nicht während der Folge alles zu lange dauert. Und euch nicht langweilt. Da habe ich halt dann leider zwei Sachen entdeckt. Aber so decken wir dann wenigstens alles ab. So. Ehrlich gesagt wundert mich das, dass ich das nicht schon vorher entdeckt habe. Weil es eigentlich, also es ist nicht naheliegend, dass es etwas gibt, aber es ist naheliegend, das zu tun. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine.
Aber irgendwie habe ich in dem Moment nicht dran gedacht. Keine Ahnung, why. Aber wenn ich hier schon nochmal wieder oben bin, kann ich auch mal gucken, ob der Herr da hinten vielleicht was Neues zu sagen hat. Wahrscheinlich aber nicht. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Die Tür da vorne ist immer noch zu und geht nicht auf, ne? Ich kann das nicht mehr hören. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ist was Neues zu sagen? Nein, aber er winkt mir zu. Hi! So, warte mal. Ich hätte das nicht. Oh, ich speichere mal. Vielleicht reicht's von hier aus schon. Upsasa! Glaubst du wirklich? Huh? Diesmal hat's nicht funktioniert. Diesmal hat's nicht funktioniert. Ich frage mich, warum. Das hätte er doch besser wissen. Maybe war das ein Bug. Also dann lasse ich das jetzt mal so stehen. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass es das gab. Und zwar war das irgendwie so von wegen, als ich da dann halt runtergehupft bin. Man erzählt sich ja so einiges. Als ich da oben war und eben die ganze Sache hier überblicken wollte, bin ich runtergehupft und dann habe ich einen Bonus bekommen. Den ich jetzt gerade nicht bekommen habe. Hier ist die Schwertlinie. Vielleicht war das ein Bug, ich hätte es nicht bekommen sollen, Gold. Sondern doch was anderes. Danke. Na bitte. Hier. Schon ist es fertig. Hast du ihn jetzt selber Aber gesoffen? Wo hast du die Schwertlinie her? Du bist nicht der Erste, der eine Wache ausschalten will. Ich habe ein Schlafmittel gemacht, während du weg warst. Wie auch immer. Danke für deine Hilfe. Er weiß also, für was wir das Ding verwenden wollen, ja? Ja gut, ist eigentlich auch naheliegend. Das liegt doch auf der Hand. Das liegt doch auf der Hand, genau. Ihr edlen Bürger, Gladiatoren und Aristokraten! Trotz des gestrigen Vorfalls besiegte Romulus. Angeschlagen und erschöpft, Hamlock in feinem Stil und zog ins Finale des Gladiatorenturniers in der Bucht ein. Was ist denn da oben eigentlich? Das ist eine Ruine. Da war ich aber noch nicht, ne? Da. So, also, ich habe... das war hier. Ich habe mal geguckt, wie ich da hochkomme und der Weg, der sich mir erschlossen hat, ist dieser hier. Ich weiß nicht, ob das der tatsächliche Weg ist, den man gehen soll. Aber das ist der Weg, den ich gefunden habe. Okay, da ist einfach the void. Okay, da hinten ist schon mal was. Troll Airlines. Oh, davon wurde mir tatsächlich schon erzählt. Also, dass es ein Easter Egg gibt, was Troll Airlines heißt. Ich wollte jetzt aber nicht mehr wissen. Weil ich jetzt nicht gespoilert werden wollte. Uiuiui, okay. Also wird da oben ein Troll sein? Ja? Nein? Nein. Okay. Doch. Oh Gott. Mich beschleicht ein Gefühl. Ich probier's mal mit dem Leben, was ich habe. Ruinen. Ja, genau. Nein, machst du nicht. Ihr habt normalerweise nicht so einen Punch, dass ich so weit fliegen sollte. Ich glaube, ich sollte vor ihm sein. Ich glaube, ich hätte gerade einfach eigentlich vor ihm sein sollen gerade. Das hat ihm wohl nicht gefallen, dass ich das nicht war. Oder hat er mich nur darauf hingewiesen, so von weh... Oder das kann sein. Dass er mich nur darauf hingewiesen hat. Ey, guck mal, darüber kann ich dich kloppen. Ist das dein Bett, lieber Troll? Ach, warte mal, vielleicht gibt's das, wenn man von hier oben runterspringt. Dass ich das irgendwie als... Bug hatte, es schon vorher zu erhalten. Ich probiere das jetzt auch trotzdem kurz mal. Aber zu den Ruinen da hinten möchte ich auf jeden Fall. Ah, ne. Wenn ich von da oben runterspringe, I'm dead.
Aber ich kann ja trotzdem mal schauen, was passiert, wenn ich es tue. Ach ja, übrigens, man hat es gerade schon gehört. Es gibt jetzt Schmerzenslaute von unserem guten Jorgenson. Vom Charakter. So. Ja, wahrscheinlich gibt er uns nur den Hinweis. Aber wie? Nein, ich kann ihn nicht schlagen. Okay. Wenn ich mich da hinstelle, kommst du dann und haust mich? Nein. Hey, du. Achso. Hey, du. 100 Gold, 10 Stücke Fleisch. Ist das ein Troll? Der wird wahrscheinlich Fleisch essen wollen. Wie er wimmert. Whee! Das ist bescheuert. Roter Baron, du hast die Ruinen in der Bucht erreicht. Ich habe ein Leben. Frech. Okay, aber das war tatsächlich nicht der Bonus, den ich bekommen hatte, als ich hier rumgelaufen bin. Stehst du jetzt auch wieder auf? Fragte? Hallo? Okay. Das heißt, ich werde da nochmal hochgehen. Ich habe da... Vielleicht hätte ich auf dem Haus runterspringen sollen. Bier. Goldener Kelch. War's das? Ich glaube, das war's. Ist das ein besonderes Bier? Bier mit Schlafmittel. Oh ja. Bonus für maximales Leben. Ja, komm. There we go. Das ist auf jeden Fall eine coole Idee. Aber man kann den Troll da oben nicht töten. Gut. Weiß ich Bescheid. Okay, ich werde mal von hier runterspringen und hoffen, dass ich es schaffe. Ui! Ah, das ist, auf jeden Fall gute Schmerzenslaute. Ich hoffe, bei der Produktion kam niemand zu Schaden. Ich glaube, das ist alles nicht tief genug hier. Könnte... probieren, ob ich... Nee, ist auch zu hoch. Hätte ich gesagt, oder? Ah. Ja. Okay. Na super. Ah. Okay, hier komme ich nicht hin. Da. Ich muss ja eh auch mit ihm quatschen, deswegen ist das jetzt auch nicht schlimm. Dem Leben hier so rumzulaufen, ist sehr unangenehm. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht nochmal für irgendwas kämpfen. Ich kann das nicht. Dann spare ich mir das. Oh, irgendwer hat hier meine Stimme gerade verwendet. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Man muss eben aufpassen. Achso, ich sollte direkt loslegen. Ich habe schon ein Bier mit einer Schlaffe. Am besten beginne ich so früh wie möglich mit der ganzen Aktion. Du kannst bis 22 Uhr schlafen. Ich hätte diesen Alchemisten direkt fragen können, ob er mir diese Tablette machen würde. Das sind doch alles nur Gerüchte. Das sind alles nur Gerüchte. Wir haben jetzt 19 Uhr. Okay, ich soll direkt mit der Aktion loslegen, na gut. Also dann gehe ich jetzt aber da hinten nochmal hoch. Ich beschleunige, wobei nein. Ich habe gerade überlegt, ob ich das jetzt mal beschleunige mit South Park, aber... Es ist ja nicht so weit. Ihr werdet diese Reise mit mir sicher überleben. Bis dahin kann ich ja die Geschichte mit der Mini-Arena erzählen. Und zwar habe ich da mit dem... Herren Kontakt aufgenommen von der Mod, dem Macher. Und er war sich darüber selbst gar nicht bewusst, tatsächlich, dass es eben fehlt.
Und dann hatten wir, oder er besser gesagt, hatte dann eine Waffe eingefügt. Einen Kampfstab, der mit Mana skaliert. Allerdings ist die jetzt nicht mehr da. Das heißt, ich werde das nochmal einfügen, dass sie wieder da ist. Und dann ist es wesentlich einfacher. Das hatte ich nämlich schon mal ausprobiert, in der Arena dann auf ein paar Leuten rumzukloppen damit. Und das ist, oh, das ist ein Unterschied, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das liegt doch auf der Hand. Ich möchte jetzt aber dieses Secret hier noch haben. Ich weiß, ich habe das leider aus Versehen entdeckt. Aber jetzt möchte ich wissen, wie es tatsächlich getriggert wird. Das ist auch das, was ich meinte mit, es ist an sich naheliegend, das zu tun, hier runterzuspringen, weil man sich dann den Weg spart. Aber irgendwie... Das ist doch nichts Neues. Vielleicht, wenn ich von dem Häuschen runterspringe? Das muss halt irgendwie auf das Häuschen draufkommen. Genau das habe ich auch gesagt. Hm. Gibt es denn die Möglichkeit, dass ich auf das Häuschen draufkomme? Was man so rum erzählt. Vielleicht ist das hier ein Punkt, an dem ich abspringen soll. Okay, so war das nicht geplant. Wer erzählt denn sowas? Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das ein Bug ist, dass ich es hier bekommen habe, dass man es eigentlich woanders bekommen soll. Möglich ist alles. Möglich ist alles, ja. Ich hätte das nicht gemacht. Das ist doch nichts Neues. Jetzt bin ich am für hier höchsten Punkt. Ich kann das nicht mehr hören. Yippie-yay! Oh. Nee, wieder nicht. Maybe soll ich das hier gar nicht bekommen und hab da im Endeffekt quasi doch einen Bug was bekommen. Also, ich kann euch ja zumindest mal sagen, was es ist. Das hätte nämlich jetzt für mich Sinn gemacht, dass es das hier ist, die Lösung. Da stand, als ich das bekommen habe, irgendwas mit Vertrauenssprung oder irgendwie sowas. Und das hat mich dann halt ein bisschen an Assassin's Creed erinnert. Den Sprung des Glaubens oder wie der da heißt, ich weiß es gar nicht mehr genau. Dass du halt einfach vertraust darauf, runter zu springen und es überlebst. Das hätte hier halt gepasst, aber... Entweder ich habe nicht den richtigen Punkt, an dem ich runterspringen soll, oder ich habe es hier erhalten, obwohl ich es nicht hätte erhalten sollen. Ja, wahrscheinlich habe ich es hier erhalten, ohne es erhalten zu sollen. Das war nicht geplant, vermute ich. Also ich probiere es jetzt da hinten nochmal. Ansonsten würde ich vielleicht tatsächlich offscreen nochmal gucken. Vom jetzt hier überall runterspringen, ohne dass es was gibt. Dann machen wir jetzt mal die Quest mit dem Boot. Und jetzt haue ich zwischen den Folgen dann noch kurz die Datei wieder rein, dass das mit dem Training wieder klappt. Bis zum nächsten Morgen. Bis nachts schlafen. Ich habe gar nicht bis zum nächsten Kampf. Was ist denn eigentlich? Letzter Treffer vor dem Kampf im Bildschirm. Vielleicht verschiebe ich meine Pläne, Waffen zu kaufen, bis ich ihn treffe. Okay. Das Spiel gibt mir einen Hint darauf, vorher nicht sonderlich große Besorgungen zu machen, ja? Also wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, ohne nachzulesen, bekommt das er, diesen wunderschönen Trunk. Nein? Ah nein, er. Er wahrscheinlich. Der mit dem Namen, den ich ja schon mal ansprechen konnte. Er schläft doch. Wozu soll ich ihn einschlafen lassen? Nee, ist auch nicht tatsächlich.
hat mir erzählt, wie er hergekommen ist und warum er immer noch auf die Flucht hofft. Ich soll für ihn ein Fischerboot an der Küste stehlen. Dafür habe ich nachts Zeit, zwischen 22 und 4 Uhr. Der patrouillierenden Wachen im oberen Stockwerk sollte ich ein Bier mit einer Schlaftablette geben. Hat der nicht irgendwas von dem Fischer erzählt? Oder bin ich jetzt doof? Später soll ich anfangen nachzusehen, ob der Besitzer des Bootes schon im Gasthof ist. Wenn ja, soll ich ins Boot steigen und es zu Kamil bringen. Ah, ich mache es falsch rum gerade. Okay. Dann weiß ich sogar, wer gemeint ist, denke ich. Ich mache es gerade falsch rum, deswegen habe ich auch Fische im Kopf. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Das liegt doch auf der Hand. Das liegt doch auf der Hand. Aber ich habe ja mehr als genug Zeit, jetzt nochmal hierher zu latschen. Also hier ist aber auch wirklich gar nichts mehr los gerade. Es ist aber wirklich cool, wie viele Easter Eggs alleine hier schon versteckt sind. Was machst du hier? Ach, entschuldige die Störung. Vielleicht ein Bier als Entschuldigung? Ich muss jede Nacht von den Slums aus auf das Gasthaus starren. Gib schon her. Gute Nacht. Gut, dann darf ich jetzt rüber zum Boot. Habe ich richtig verstanden, ja? Ich habe jetzt zwar nicht geguckt, ob derjenige schon im Gasthaus ist. Allerdings soll es ja von der Zeit passen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es in Ordnung ist. Vielleicht wurde das jetzt auch jetzt erst getriggert, dass er weg ist. Schlafen ja eigentlich eh die meisten. Der Einzige, der jetzt nicht geschlafen hat, war tatsächlich dieser Fischer da hinten. Das ist ja schrecklich. Ja. Stand das Boot da vorhin auch schon so? Ich glaub schon, oder? Bin ich mal gespannt, wie das jetzt vonstatten geht. Na, er ist noch da. Also ist es entweder das hier oder doch das hier, aber er ist halt noch da. Denk nicht einmal daran, mein Boot zu stehlen. Das würde ich niemals tun. Dann runter vom Pier. Du hast hier nichts zu suchen. Genau das habe ich auch gesagt. Ja, okay. Schick mich halt einen Kilometer weiter. Soll ich vielleicht zur nächsten Arena? Das Boot hier darf ich nicht haben, oder? Nein. Okay, dann nehme ich an, ich muss warten, bis der geht. Weil es wurde ja auch explizit erwähnt. Schauen, ob er weg ist. Jetzt geht er. Okay. Schön hier ins Gebüsch stellen. Ich kann ja gar nicht schleichen. Egal. Wir sind auf der Pirsch. Ganz leise sein. Wie selbstgefällig der hier entlangläuft. Ich hab nen Boot und du nicht. Ich geh ins Gasthaus und sauf mir was hinter die Binde. Ich bin gestolpert. Und du nicht. So, tschüss. Boote, Boote, Boote! Das kann ja nicht ewig so weit gehen. Speichern deaktiviert. Miau!
Es ist erstaunlich, wie er das Boot bedient, ohne es zu bedienen, nicht wahr? Hi. Muss ich jetzt hochspringen? Okay. Keine Zeit für lange Abschiede. Das Boot hält uns zwei nicht aus. Steig aus dem Boot, wenn du nicht alleine weglaufen willst. Nein. Ich muss mich hier noch mit jemandem befassen. Viel Glück, mein Freund. Oh. Er steht auf dem Segel. Leb wohl, Kamil! Du Windsurfer! Gepriesen seist du! Jetzt knallt er da gegen die Wand. Pam! Okay. Wie viele Lernpunkte habe ich jetzt? 21, das ist gut. Es gab nochmal eine Menge Lernpunkte für mich. Okidoki, dann würde ich es jetzt so machen, dass ich die Folge kurz beende. Die Datei wieder einfüge und kurz nochmal da hochschaue. Und dann sehen wir uns an dem Ort meines Wunsches wieder. Machen wir es so. Also bis dahin, bis zur nächsten Folge. Schön, dass ihr dabei wart.